Vom Abenteuer des Aufsteigers zum abgezockten Liga-Primus. Das Team von Fabian Gerber gewann 3 der letzten 4 Spiele fast schon minimalistisch 1:0. RWE in den weißen Trikots, 26. Minute. Tavares mit der größten Chance auf Seiten der Erfurter, bei denen Manu verletzt fehlte. Ciccarelli nur auf der Bank, Weinhauer und Ballo in der Startelf. 0:0 zur Pause, kaum Offensives vom Tabellen-14. Luckenwalde, der sich letzte Woche mit einem wichtigen Sieg beim BRK etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte. Zweite Hälfte, Mergel auf Tavares und der Ball touchiert die Latte. 67. Minute, Ecke Luckenwalde und dann Ballo mit dem Arm am Ball. Schiedsrichter Alber zeigt auf den Punkt die richtige Entscheidung. Christian Flath, 5 Elfer hatte er schon, 4 verwandelt. Jetzt Nummer 5, die Führung für Luckenwalde durch das 7. Saisontor von Flath. Nur 3 Minuten später Lopez Cabral, dann der eingewechselte Osave, der hartnäckig bleibt. Mergel wohl nicht im Abseits, der Ball im Tor. Der 11. Saisontreffer von Arthur Mergel bringt das 1:1. Erfurt jetzt am Drücker und die Riesenchance durch Nkor. Die Tormusik, sie ging schon an, aber der Ball, er war nicht drin. 90. Minute, der eingewechselte Ciccarelli. Und zum dritten Mal Aluminium. Pech für Erfurt, 1:1 am Ende. Erfurt bleibt Tabellenführer mit 3 Punkten Vorsprung auf Energie Cottbus, hat aber ein Spiel mehr als die Lausitzer.